Beispiel Medizin. Herzchirurg Bartosz Rylski möchte das Beste für seine Patienten. Er will bei ihm zwei Blutgefäße hinter dem Brustbein herauspräparieren. Diese werden am Herzen als Bypässe benötigt. Bei der OP bekommt er Hilfe von einem Roboter. Mit dem Roboter haben wir eine zehnfache Vergrößerung. Das ist eine unglaubliche Steigerung der Qualität, der Visualisierung der anatomischen Strukturen. Am nächsten Morgen der Roboter in voller Aktion, aber nur bei den Vorbereitungen. Gesteuert wird er vom Arzt an der Konsole. Seit vielen Jahren arbeiten sie hier am Robert-Bosch-Krankenhaus mit diesem Gerät. Zur vollsten Zufriedenheit. Doch seit einiger Zeit gilt, der Roboter darf nur noch für den ersten Teil der OP genutzt werden. Sobald es ans Herz geht, ist Schluss mit der Hightech-Hilfe. Der Grund: die EU-Medizinprodukteverordnung. Geräte, die schon zugelassen waren, brauchen jetzt eine neue Zulassung. Das ist teuer, zu teuer, sagt der Hersteller und hat die neue Zulassung für den Roboter am Herzen gar nicht mehr beantragt. Das heißt, jetzt ist ein großer Schnitt nötig, die Rippen werden auseinandergespreizt. Eine Regel, die mehr Sicherheit bringen soll, sorgt für mehr Risiken. Pech für den Patienten. Also die Heilung kann dadurch länger dauern. Es kann auch sein, dass die Patienten etwas mehr Schmerzmedikamente brauchen. Man kann sich durchaus ganz klar vorstellen, je größer der Zugang, desto mehr Komplikationen. Das ist schon so in der Herzchirurgie. Beispiel 2, Verwaltung. Bürgermeisterin Hannelore Reinbold-Mensch würde hier gerne einen neuen Kindergarten bauen. Eine EU-Vorgabe schreibt jedoch vor, die Gemeinde muss die Planung EU-weit ausschreiben. Ein Architekt, etwa aus Portugal, für einen Kindergarten im Schwarzwald. Für so eine, ich möchte es nennen, normale Baumaßnahme ist diese Vorgabe für mich sinnbefreit, nicht wirklich sinnvoll. Denn sie braucht möglichst schnell 30 weitere Plätze. Doch die Ausschreibung ist aufwendig und kompliziert. Die Gemeinde hat deswegen extra eine Agentur beauftragt. Das kostet Zeit und auch Geld, viel Geld. Durch die Verzögerung bekommt die Gemeinde wichtige Fördergelder am Ende nicht. Keine Fördergelder, kein neuer Kindergarten. Wir sind frustriert und wir bedauern es einfach für die jungen Familien, weil man wohnt hier, man fährt 20 Kilometer zur Arbeit, man braucht diese Kinderbetreuung und wir hängen in der Luft. Wir hängen schlicht in der Luft. Beispiel 3, Naturschutz. Der macht dem Tübinger Oberbürgermeister zu schaffen, denn die Uniklinik Tübingen will anbauen. Doch der Ziegenmelker, ein seltener Vogel, streng geschützt, verhindert das. Die gesetzlichen Regelungen in Europa sind eindeutig, Naturschutz geht vor. Für den OB ein Irrsinn. Die Uniklinik Tübingen gehört zu den besten in Deutschland. Wenn hier Patienten nicht versorgt werden können, dann heißt es im Zweifel, Menschen bekommen nicht die nötige Therapie. Vielleicht geht es sogar um Leben und Tod. Sollte trotz Vogel gebaut werden, braucht der eine andere freie Fläche als Ausgleich. Dann muss hier der Wald verschwinden. Es sind wahrscheinlich um die 1000 Bäume betroffen, die da gefällt werden müssen. Also wie ich das der Stadtgesellschaft erklären soll, da fällt mir nicht viel Gutes ein. 10 Hektar Wald weg. Danke, EU. Wegen eines Vogels, den seit über einem Jahr niemand mehr gesehen hat, ist der Anbau jetzt auf Eis gelegt. Kliniken, die nicht erweitert werden. Kitas, die gar nicht erst gebaut werden. Und Operationen, die risikoreicher sind als nötig. Verhindert die EU immer wieder Dinge, die eigentlich sinnvoll sind?